Da kommen schon wieder die nächsten Jungs. Ja, in der Nähe ist gut. Kein Kontakt. Nein, 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 nicht hier durch. So, jetzt wird hier mal ein bisschen real gearbeitet. Na? Wollt ihr wohl herkommen? Wo sind sie denn alle? Hier schon mal keiner mehr? Wo sind die Jungs denn? Hier ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Legt euch niemals mit... Oh, Sekunde. Oh, schade. Kann ich nicht randalieren. Schade. Oh Gott. Ist doch bestimmt gleich wieder Splinter Cell. Das war so klar. Oh, die sind einfach vorbeigelaufen hier. Was zur Hölle? Nein, 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 nicht so. Ja, what the fuck, was macht ihr bitte für einen Lärm? Ach, die kämpfen gegen die Typen von... vom Secret Service. Ja, der hat das gar nicht gemerkt da drüben. So, jetzt merkt das bestimmt nicht mehr. Aber ich glaube, das hat sich eh erledigt mit den Typen vom Secret Service hier. Die hat's, glaube ich, ein bisschen dahin gerafft. Ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Oh, was hat da jetzt geschossen? Hoffentlich war das jetzt nicht Grimm, die hier erschossen wurde. Nein, es war nicht Grimm. Falls das noch zählt, Sam, tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst. Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Au! Verdammte Schlampe. Ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Ich hoffe mal, die verarscht uns jetzt nicht. Bequem. Ach, Mist. Hoch mit dir. Du hast einen Termin bei der Präsidentin. Ich hoffe mal, die verarscht uns jetzt nicht. Wenn ja, dann bringe ich sie eigenhändig um, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Aber jetzt gehen wir erstmal unseren letzten Gang, im Sinne von Reed zumindest. Hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab ich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Sehr vertrauenserweckende Person auf jeden Fall, die Grimm. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Zu viele Splinter Cells. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Jeden markieren. Und jetzt ist er hier, okay. Der berühmte Sam Fischer. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären sie von zwei Zirkusclowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Tom. Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf Null zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jahre beschützt hast, Sam. Nicht länger.
Es ist vorbei, Reed. Gut. Danke. Das war ganz schön knapp. Du hast etwa 2 Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich umgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Lass nicht meine Tochter in den Dreck zu ziehen. Du verstehst es einfach nicht. Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lambert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Sag mir, was du weißt. Alles. Hast mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. 3 Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen, auf den Boden, sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. Es ging ja gerade noch mal gut. Was passiert jetzt mit Reed? Ich muss persönlich sagen, es ist nicht meine Gerechtigkeit. Auch wenn er natürlich Sarah einiges angetan hat. Aber es sollen andere Leute darüber entscheiden, was passiert. Ich bin nicht in der Position, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Sagst du bei meinem Prozess aus? Ich könnte einen Entlastungszeugen gebrauchen. Deinen Prozess hattest du schon. Ja. Die Grimm übernimmt zum Beispiel hier die Gerechtigkeit. Das war vollkommen unnötig. Sehe ich anders. Es gab mal eine Zeit, da hättest du so etwas nicht gesagt. Dinge ändern sich, Sam. Ja, die Dinge ändern sich. Weißt du noch, was du gesagt hast, Anna? Alles wird gut. Ich für meinen Teil hau jetzt ab. Das geht nicht. Es gibt noch einiges zu tun. Frag Lambert. Ich habe längst zu viel gemacht. Sam, bitte. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Vertrauen? Dass ausgerechnet du davon sprichst. Leb wohl, Grim. Die Frage bleibt, wo geht Sam hin? Aber wir werden es, denke ich, im nächsten Teil Splinter Cell Blacklist sehen. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen, davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das Letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic, sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Ich kann mir vorstellen, wer dieses Chaos veranstaltet. Sam ist also nicht inaktiv. So, und damit hätten wir auch wieder ein Let's Play abgeschlossen, und zwar Splinter Cell Conviction. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut. Mir gefiel es schon immer, seit ich es das erste Mal gespielt habe. Es gibt ja viele, die sagen, Splinter Cell Conviction wäre kein richtiges Splinter Cell mehr, weil der Stealth-Aspekt zu kurz kommt und weil es viel zu viel Action ist. Aber man muss beachten, dass sich die Story von Splinter Cell und auch Sam so gewaltig verändert haben nach Double Agent und nach Chaos Theory, dass so ein Schritt einfach nötig war. Das Splinter Cell, das wir kannten durch Chaos Theory, dieses System würde in dieses Splinter Cell und in diese Story nicht reinpassen. Ich bin der Meinung, dass dieses System hier, also dieses Action-ausgerichtete, dieses Brachiale, viel, viel, viel besser zum aktuellen Sam passt als das frühere System. Klar kann man sagen, die Serie hat sich verändert, das stimmt auch, aber sie hat sich nicht unbedingt zum Schlechten verändert, muss man sagen. Viele Hardcore-Fans mögen da anderer Meinung sein, das ist meine Meinung in diesem Fall. Und ich mag Conviction sehr, sehr,
gern und ich freue mich auch auf Blacklist, auch wenn ich da schon ein oder andere Ding gesehen habe, was mir nicht so gefällt, aber bisher haben mich die Trailer, Gameplay-Szenen und alles eigentlich ziemlich überzeugt. Und ich muss sagen, ich freue mich darauf, dass nächstes Jahr Blacklist kommt und natürlich wird dazu auch ein Let's Play kommen. Ich muss natürlich schauen, wann es rauskommt, ob es dann parallel zu Metro Last Light läuft, das weiß ich noch nicht, das muss ich erst planen. Kommt natürlich auch immer aufs Release-Datum dieser beiden Spiele an. Aber an sich würde ich jetzt mal sagen, es war ein schönes Let's Play, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Conviction mal wieder zu spielen. Und euch auch die Splinter Cell-Reihe ein bisschen vorzustellen, mehr oder weniger. Auch wenn jetzt die Aufrufe nicht unbedingt so die besten waren, scheinbar scheint Splinter Cell nicht wirklich viele Leute zu interessieren. Finde ich schade, ist eine tolle Serie, die sich auf jeden Fall mal gespielt gehört. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, man sieht sich im nächsten Let's Play. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Da frage ich aber euch dann nochmal. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wie oft habe ich das jetzt eigentlich schon gesagt? Ansonsten würde ich jetzt sagen, ja, egal. Ich lasse jetzt die Credits nochmal durchlaufen. Wer sie anschauen mag, kann sie sich ansehen. Danach wird von mir nichts mehr kommen. Und ansonsten verabschiede ich mich und man sieht sich im nächsten Let's Play. Bis dahin, Servus, euer Code Red.
Anscheinend lässt er unseren Vorstoß ins Landesinnere nach Myanmar aus. Nun ja, das kam später. Da haben wir doch nur diesen drittklassigen General und seine Militärjunta erledigt. Damit die Bastarde nicht einmarschieren. Laos. Nein, King Lab. Richtig, richtig, King Lab. Ja, dieser Fluss. Hab in meinem Leben noch nie so große Wälse gesehen. Egal. Was wirklich wichtig war, ist in Pattaya passiert. Musste die Geschichte eigentlich jedes Mal rauskramen? Jedes verdammte Mal. Wir sind also in dieser Bar und machen einen auf Touristen, als plötzlich dieser Kerl ankommt. Er hatte die schlechteste Menschenkenntnis, die ich je erlebt habe. Er hielt ausgerechnet Sam für ein Weichei. Tun viele, er hat's überlebt. Tun wiederum nicht so viele. Ja, ja, wie auch immer. Dieser Kerl marschiert auf Sam zu, mustert ihn von oben bis unten und fragt, ob Sam einen Elefanten kaufen möchte. Einen ausgewachsenen Elefanten. Als ob das einen Unterschied macht. Der wollte Sam einen Elefanten verkaufen. Und unser Sam guckt plötzlich, als wüsste er gar nicht, was er machen soll. So habe ich ihn noch nie erlebt. Hab überlegt, wie ich Sarah klar mache, dass sie keinen Elefanten haben darf. Da guckt Sam den Kerl an und meint nur, sorry, ich hab schon einen. Ohne eine Miene zu verziehen. Und der Typ, was macht der? Der glaubt ihm den Scheiß. Hätte ihm sonst den Arm brechen müssen. Halte das für einen klugen Schachzug von mir.
So, Freunde, und das war jetzt mein Let's Play zu den Credits von Splinter Cell Conviction. Was zur Hölle, wie lange waren die jetzt bitte? Ich habe mir das jetzt natürlich alles antun müssen, ich war jetzt immer hinter dem Mikro. Ich war nur stumm. Ja. Also wer bis jetzt durchgehalten hat, ihr habt echt meinen Respekt. Und ja, aber jetzt aber wirklich bis dann und Servus.